Peace, Leute, was geht ab? Ich wollte heute mal ein Video drüber machen, über Schönheit, Ästhetik. Und zwar, weil in der Bevölkerung allgemein gar nicht mehr erkannt werden kann, was schön ist. Die Leute können nicht mal mehr das Schöne erkennen, wenn es direkt vor den Augen ist. Es ist Wahnsinn, die Leute schauen auf einen Pixelbildschirm statt an den Himmel. Und der Himmel hat die bessere Auflösung, würde ich mal sagen. Die Welt ist das Spiel mit der besten Grafik überhaupt. Und natürliche Proportionen, Ästhetik, Harmonie in all diesen natürlichen Sachen, wenn man die anschaut, die kann man als Mensch immer nur nachahmen. Alle Bauwerke, die schön sind, die beruhen immer nur auf dem goldenen Schnitt oder eben auf natürlichen Verhältnissen. Es kommt immer aufs Verhältnis, auf die Maße drauf an. Der normale Mensch hat den Blick für natürliche Schönheit schon so verloren, denke ich. Arnold Ehret schreibt da auch viel in seinem Buch drüber, so ein bisschen über die Ursachen des Hässlichwerdens und Alterns, Haarausfall und so weiter. Und auch was das Körpervolumen von einem gesunden Menschen angeht. Die Menschen können gar nicht mehr erkennen, was ein gesunder Mensch ist. Von einem ästhetisch gesunder Körper. Auch diese Bodybuilder, wenn man sich mal die Bodybuilder anschaut. Heutzutage, das sind aufgequollene Muskelberge. Nicht mal Muskelberge, das sind Wassereinlagerungen, Fett, entzündetes Gewebe. Das ist, hat nichts mit Kraft zu tun. Und Ästhetik, das ist unproportional, das ist unnatürlich. Und wenn man in die Natur schaut, dann hat alles eine natürliche Harmonie und Ästhetik. Und ja, wenn man sich Sportler mal anschaut, die haben wirklich noch Kraft und die sind super schlank. Ein normaler Mensch hat nicht dieses Volumen, was ein normaler Bürger als normal eben ansieht. Und dieses Bild hat sich ja in den letzten 20, 30 Jahren so immens gewandelt. Früher, wenn man sich mal Filme, was weiß ich, vor 20, 30 Jahren anschaut, oder irgendwelche Filme, was weiß ich, von irgendwelchen Dritte Weltländern oder so, die Leute sind noch alle total dünn. Die haben alle nicht so dieses Volumen, wo ein Normalmensch heutzutage hat. Dieses unnatürliche, aufgedunsene, fettig, pickelige Gesicht oder so. Das ist eine natürlich schöne, reine Haut. Und heutzutage wird ja auch, das schreibt Arnold Ehret auch, so ein natürlicher Pausbacken-Fettansatz als völlig als Zeichen von Gesundheit angesehen. Und ja, wenn ich mir dann so die Leute leichenblass irgendwie anschaue, oft leichenblass, und was soll denn da dran gesund sein? Leichenblass und aufgedunsen wie so Vampire, keine Ahnung. Ist für mich nicht mehr schön so. Und ja. Und genauso was das Volumen angeht, so. Hier zum Beispiel mal ein Bild. Bah, ist das Tier hässlich dünn, oder? Wenn ein Mensch so dünn wäre, würde jeder immer so vollkommen, boah, magersüchtig oder irgendwas. Oder was auch immer. Die Leute haben keine Ahnung mehr von einem natürlichen, so einen Blick auf die Dinge. Für die ist auch jedes Tier zu dünn oder so. Die abgemagerten, was weiß ich, Kühe, Katzen irgendwo. Klar gibt es da auch mal richtig abgemagerte, aber die meisten, das ist natürlich, die sind nicht aktiv. Man sieht es ja dann normal auch, ob sie gesund sind oder nicht. Wir haben einfach eine Ausstrahlung und eine, ja, yeah, man sieht einfach, dass sie gesund sind oder nicht. Und das Gewicht spielt dann auch überhaupt keine Rolle so. Und
dieses Aufgedunsense, genauso. Das sind nur entzündete Körper bei diesen modernen Bodybuildern. Was macht man denn mit dem Eiweiß? Der Körper, der lagert einfach nur Wasser und Fett ins Gewebe, in die Muskeln ein. Der hat ja nicht mehr Kraft. Die Leute, da kommt einer, der hat einen dreimal so schmalen Arm und gewinnt Armdrücken gegen den. Völlig wurscht. Das hat nichts mit Kraft zu tun. Das ist nichts Natürliches. Das ist entzündetes Gewebe, Wasser, was auch immer. Einlagerungen halt. Sonstige Entzündungen und. So ist es eben. Und ja, ich blende mal ein paar Bilder ein von Bodybuildern. Oder von dann früher, von Statuen. Das waren immer diese natürlichen Proportionen. Das waren auch schöne Muskelproportionen. Und Kraft dahinter. Ausstrahlung. Und nicht so einen ja, übertrieben aufgedunsenen. Das ist nicht schön. Genauso wie, ja. Weiß nicht. Die Menschheit hat völlig den Blick für Ästhetik und so weiter verloren. Und für Proportionen und Schönheit. Das ist traurig. Und drum, ja, ich blende mal ein paar Bilder von irgendwelchen Leuten früher ein. Das ist, muss man ja gar nicht viel weiter zurückgehen. Die Gesellschaft hat sich ja in den letzten 20, 30 Jahren so einen Wams angefressen. Oder jetzt meinen sie, das wäre schon immer so gewesen. Man muss sich wirklich nur mal irgendwelche alten Filme anschauen. Oder ja, alles Mögliche. Oder in Gegenden gehen, wo die Leute noch nicht so westlich essen, so zivilisiert. Dann hat man auch noch gesunde Menschen und keine Krankheiten, wenn man nicht so zivilisiert ist. Und ja, sollte man, denke ich, mal drüber nachdenken, über seine Maßstäbe bezüglich diesen ganzen Dingen. Und ja, wie man den Blick dafür, denke ich, ziemlich verloren hat heutzutage. Macht's gut, Leute. Ciao.